Willkommen zurück zu einem neuen Video. Total ungewohnt ohne Chat heute, denn ich mache heute eine einzelne Aufnahme. Ihr habt höchstwahrscheinlich in den letzten zwei Videos gesehen, dass der Ember Palace steht. Alles ist abgeschlossen, alles ist fertig. Heute wird die World Tour gemacht, mit allem, was seit der letzten World Tour neu ist. Heute geht's ran, ich werde euch nochmal die Statistiken zeigen liegen. Es wird einen World Download am Ende des Videos geben. Und ich werde am Ende des Videos vor allem, und das ist das Coolste, nochmal meine Pläne euch erklären. Was habe ich in der nächsten Gaming Season vor? Was will ich noch umsetzen auf der Welt? Was oder wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Ich wollte generell gar keine komplette World Tour machen, weil es ja jetzt erst eher so zwischendurch passiert ist. Eher so eine Zwischendurch-World Tour. Und daher zeige ich heute nur die Sachen, die ich im letzten World Tour Video nicht gezeigt habe. Bedeutet, guckt euch einfach das letzte World Tour Video an. Da habe ich all den Rest gezeigt, den es im Projekt gibt. Und alles, was jetzt gezeigt wird, ist im Prinzip danach noch passiert. Ich habe mir mal die Kanalhistorie angeguckt. Und das ist ja jetzt, die letzte World Tour ist knapp anderthalb Jahre her. Und ich habe nicht gedacht, dass es so viel geworden ist. Den Ember Palace, den zeige ich später. Wir fliegen jetzt erstmal straight up zur Piglin Trade Station. Die ist nämlich fertig geworden nach der World Tour. Und das war ein geisteskrankes Projekt. Ich werde immer euch so ein bisschen mitnehmen und begleiten, da wo ich jetzt hinfliege und es auch zeigen. Aber vor Ort werde ich euch immer die Koordinaten einblenden, dass ihr euch das, wenn ihr auf der Welt seid, selber auch angucken könnt. Ich weiß ja tatsächlich noch aus dem Kopf, wo alles ist. Genau. Da taucht sie schon am Horizont auf. Piglin Trade Station, kennen viele, habe ich auch noch damals richtig schön ausdetailt. Ist eine Station, wo Piglins hier oben eingesperrt sind. Ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 160 Stück oder so. Hier oben kommt dann ganz viel Gold rein von der Goldfarm, deswegen leckt sie auch so. Boah, ist ja geisteskrank. Boah, ist das hier laut, Digga. Dieses Gold wird dann hier unten rausgedroppt und im Prinzip zu den Piglins gegeben. Und wenn ich dann hier aufmache, droppen die mir dann ganz viel Stuff zu, der dann hier reinfällt. Der droppt dann da unten raus, droppt dann hier hin und wird dann hier durchs System durchgeschossen und in die jeweiligen Lagersystemtrichter gebracht. Ich stand hier auch schon eine ganze Weile AFK, seitdem die fertiggestellt worden ist. Und deswegen ist hier dementsprechend, ja, viel Stuff drin, Digga. Und die Kisten sind halt jeweils dann immer bis da oben hin voll, ne? Also das ist wirklich geisteskrank. Ich habe mir auch noch Banner mitgenommen, damit wir hier noch ein paar mehr Banner platzieren können. 640.000 Items pro Stunde macht die. Und dementsprechend groß ist auch das Lagersystem und alles. Könnte man jetzt mit Schalkerfüllern schon wieder überarbeiten. Aber ich werde die jetzt erstmal so lassen. Ich denke nicht, dass wir die in Zukunft nochmal viel benutzen werden, weil ich halt von allem Stuff, den man hier irgendwie hat, ich habe halt genügend. Wisst ihr, wie ich meine? Hier nochmal die Koordinaten eingeblendet, damit ihr die habt, Digga, zum Hintipen. Und dann würde ich sagen, fliegen wir als nächstes zur Wolf-Farm. Und bei der Wolf-Farm ist sogar noch eine andere Farm, die auch in diesem Zeitraum gebaut worden ist. Die Wolf-Farm befindet sich direkt eigentlich da, wo unsere Hauptbase mal war, in Anführungszeichen. Und zwar bei der Farming-Area, die ich jetzt aber wahrscheinlich gar nicht mehr brauche. Aber wir haben sie trotzdem. Hier schon mal die Koordinaten für euch. Und das hier ist die Wolf-Farm. 400 Schafe befinden sich hier eingelagert, mit unfassbar vielen Scheren. Und im Prinzip musst du nichts machen, außer dich hier AFK stellen. Und den Rest erledigt die Farm von alleine. Die Schafe werden automatisch geschoren, sobald sie wieder Wolle an sich haben, sobald wieder Wolle bei ihnen ist. Und danach werden die Items über ein System hier hochgebracht und hier von einem externen Lagersystem eingelagert. Auch hier ist es, denke ich, klar und logisch. Ich muss in die Kisten gucken und ihr seht, Wolle haben wir ausgesorgt. Auch hier stand ich Ewigkeiten AFK. Also so viel Wolle, wie wir hier jetzt haben, werde ich wahrscheinlich niemals verbauen können, egal welche Farbe. Es ist auch jede Farbe vertreten, also wir haben jedes Schaf von jeder Farbe irgendwie bei dieser Farm mit integriert. Bedeutet Wolle ist wirklich kein Thema mehr eigentlich, ne? Es ist wirklich, eigentlich ist Wolle wirklich durch. Und die Farm funktioniert auch trotz Versionsupdates und trotz allem anderen immer noch. Das hier ist eine Betonfarm, Concrete Maker. Eigentlich relativ einfach erklärt, du playst da oben als Spieler den Trockenbeton. Der wird hier runtergemacht, mit dem TNT-Duper geht es dann hier in die Luft und wird hier eingesammelt. Habe ich jetzt seitdem tatsächlich nie wieder benutzt, weil das Concrete, was man braucht, kann man eigentlich auch immer mit Wassereimer einfach machen. Und im Prinzip das Trockenbeton direkt setzen. Mal gucken, wann wir den noch brauchen. Es sind auch weltumgreifend andere Änderungen passiert seit der letzten World Tour. Und zwar wird es vielleicht in der World Tour auch zu sehen sein in der letzten. Da gab es nämlich diese Berge hier noch nicht. Denn zum Upgrade in die 1.18 gab es eine neue Weltgeneration. Und da habe ich gesagt, okay, meine Welt hat so viele geladene Chunks, überall alle Chunks geladen. Ich müsste 1000 Blöcke fliegen, um diese neue Weltgeneration zu bekommen. Lasst uns doch die alten Chunks löschen. Und dann habe ich damals mit einem externen Programm alte Chunks, in denen nichts gebaut worden ist und nichts irgendwie war, gelöscht
Und die hat die Welt dann ab da an im Prinzip neu generiert. Und somit haben wir weltweit 1.18 generierte Chunks, außer dort, wo wir schon irgendwelche Sachen mal gebaut oder platziert haben. Und sonst ist weltweit alles auf der 1.18, wo ich schon in der, ich glaube damals 1.15 oder so, oder vorher schon mit der Welt angefangen habe. So, dann fliegen wir jetzt mal zu dem wahrscheinlich größten Projekt, und zwar zu der Blumenfarm. Die Blumenfarm habe ich angefangen, habe sie dann monatelang ruhen lassen und habe sie dann weitergemacht und sogar beendet. Und die Blumenfarm ist, würde ich sagen, die krasseste Farm, was Aufwand angeht, die es in dieser Welt gibt. Krasser als die Baumfarm und krasser als die Kaktusfarm. Das Problem ist, dass diese Farm hier Minecraft erzwingt. Also Minecraft kommt nicht mit dieser Farm zurecht. Du hast hier 1, 2, 3 Knochenmehlfarmen und 8, 9 Blumenfarmen am Stück, die du theoretisch alle gleichzeitig laufen lassen könntest. Was du aber nicht machen kannst, weil dann einfach dein Minecraft komplett am Arsch ist. Also es funktioniert nicht. Ihr könnt es ja mal mit eurem PC austesten. Es ist unmöglich. Deswegen habe ich hier oben ein Control-Zentrum eingebaut, wo im Prinzip alles beschrieben ist, welche Farm wie genutzt wird. Und auch sogar ein Buch, in dem die Farm komplett erklärt ist mit 19 Seiten, weil du sonst diese Farm nicht nutzen kannst. Aber sonst ein geisteskrankes Projekt, was mir zahlreiche Nerven gekostet hat. Wie gesagt, ich würde sagen, das größte Projekt, so was es im Projekt gibt. Hier laufen auch überall kleine Wege im Berg lang, die Items transportieren. Wir haben hier riesige Schalkerfüller. Die hier sind alle voll mit Schalkerkisten. Wirklich ein Projekt, was, glaube ich, in die Geschichte dieses gesamten Let's Plays richtig eingeht. Und es ist auch sehr, sehr schön geworden. Auch sehr schön ausgedetailt, muss man sagen. Hier nochmal die Koordinaten für euch. Ich habe gedacht, wir haben jetzt in der Zeit seit der letzten World Tour vielleicht so 3 Farmen gebaut oder so. Aber wir haben wirklich viel gebaut. Denn das nächste, wo es hingeht, ist die Schalker-Farm. Auch etwas, was es so, also was einfach geisteskrank ist, womit wir ausgesorgt haben. Das ist eine Schalker-Farm, die funktioniert in verschiedenen Universen. Einmal im Nether und einmal... Mein Minecraft ist abgestürzt. Perfekt. Naja, ihr habt es ja gerade auf der anderen Seite gesehen. Und so sieht es dann in der Oberwelt aus. Heftig viel hierfür gemacht. Wir gehen mal hier raus und ich zeige es euch mal von außen. Ich kann euch tatsächlich gar nicht sagen, ob die jetzt noch funktioniert oder nicht. Ob die noch aktuell ist oder nicht. Ob man die noch benutzen kann oder nicht. Weil ich sie persönlich auch wahrscheinlich nie wieder benutzen werde oder muss. Wir haben es mal zusammen ausgerechnet in einem Stream. Und ich stand hier auch schon auch ebenfalls jede Menge AFK, wirklich jede Menge. Und wir haben 4 Schalkerkisten voll mit Schalker... 4 Kisten voll mit Schalkerkisten voll mit Schalker-Chains. Und das sind insgesamt, wenn man es jetzt alles zu normalen Schalkerkisten craften würde, sind es 290.000 Schalkerkisten. 290.000 Schalkerkisten, wäre der Ember Pill ist mal 4, wäre es im Block geplaced, im Blöcke geplaced. Wie soll ich das jemals benutzen, Digga? Und dann, Schalkerkisten verbrennen ja auch nicht oder sind weg, sobald man sie setzt. Sondern die baust du ja meistens wieder ab und hast sie danach wieder. Hier einmal die Koordinaten für euch. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Step. Das nächste Projekt ist die Pilzfarm. Von der Pilzfarm haben YouTube-Zuschauer relativ wenig mitbekommen. Im Stream war da mehr los. Die Pilzfarm war das einzige Projekt, so mäßig, was ich offscreen gebaut habe, also außerhalb eines Streams. Damit habe ich in einem Stream angefangen. Dann gab es die Pause, da war die Farm aber noch nicht fertig. Und da habe ich gesagt, okay, ich will das Ding endlich beenden. Ich will es endlich fertig bauen und dann habe ich es beendet. Außerhalb eines Streams. Ich würde sagen, größer als es eigentlich ist. Prinzipiell hast du hier nur eine Knochenmehlfarm. Die Knochenmehlfarm produziert Knochenmehl, was hier zur Pilzfarm geht. In dieser Pilzfarm kannst du dich AFK stellen, die wird automatisch das Knochenmehl gegeben. Und dann setzt du hier Pilze, die Pilze growen ab. Und dann wird ein Teil der Pilze in die Luft gesprengt, um einmal braune Pilze zu farmen. Und ein Teil der Pilzblöcke geht hier raus. Und die Pilzstiele gehen hier raus. Werden dann über Blockmischen weitertransportiert. Und gehen dann hier raus zu Block Storage Systems, die hier sind. Und diese Block Storage Systems kannst du benutzen, kannst sie dann abbauen. Einfach zack, 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 machst du weg. Und dann wird alles hier unten von Trichtern aufgesammelt. Diese Trichter bringst du in externe Schalkerfüller. Und in diesen Schalkerfüllern wird es dann, ja, in Schalker gepackt. Und dann kommt es hier unten raus. Und das ist dann das Endresultat. Hier sind jetzt gerade, doch, hier sind welche drin. Guck mal, braune Pilzblöcke und hier sind keine drin, weil ich die schon rausgeholt habe. Aber auch das ist eine unfassbar geile Farm. Du hast dann hier noch im Prinzip ein Überfüllsystem. Bedeutet überschüssiges Knochenmehl. Und überschüssige Pilze laufen einmal hier lang und werden hier absortiert, auch via Schalkerfillern in Schalkerkisten gepackt.
und dann einmal von hier nach hier unten in die kleine Ecke gebracht. Und dann kommt das Ganze hier rein. Hier haben wir schon braune Pilze. Knochenmehl ist bis jetzt... Doch, Knochenmehl sind auch schon drei Sugarkisten zusammengekommen, die einfach halt nebenbei generiert werden, Digga. Und es ist tatsächlich noch eine Farm, wo ich sagen würde, hier muss ich noch eine Menge AFK stehen. Weil die bringt oder hat bis jetzt noch nicht so viel Stuff, dass ich sage, okay, das reicht mir fürs Projekt. Also hier wird noch eine Menge Zeit auf jeden Fall verbracht zukünftig. Achso, und ebenfalls haben wir hier ein Barrel voll mit Äxten, einfach zum Abbauen von den Blöcken. Genau, hier einmal die Koordinaten wieder für euch. Und dann geht's jetzt schon zum Abschlussbild. Also es kann sein, dass zwischendurch auf der Welt noch andere Sachen verändert worden sind, an die ich jetzt gerade einfach nicht denke. Prinzipiell will ich nächsten Winter im Prinzip, das erzähle ich euch gleich nochmal, aber prinzipiell will ich dann nochmal eine komplette Worldtour machen, wo ich alles zeige. Die wird dann aber halt 1,5 bis 2 Stunden gehen. Und das macht bei dem Progress, den wir jetzt in der letzten Zeit gemacht haben, hier jetzt einfach keinen Sinn zu sagen, okay, ich mache jetzt so eine komplette Worldtour, wenn wir in der letzten Worldtour schon alles perfekt zusammengefasst haben, das wäre ja dumm. Und jetzt stehen wir schon vor dem, was uns wahrscheinlich die meiste Kraft, die meiste Arbeit gekostet hat, vor dem, was oder wofür all die Farmen, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, gebaut worden ist. Und zwar der Amber Palace. Ein unfassbar großes Projekt. Es sieht immer in Realition zu dem, was hier drumherum steht, weil halt nichts drumherum steht außer Berge, sieht es immer relativ klein aus, finde ich. Aber allein, wenn ihr euch anguckt, das hier ist kein normaler Minecraft-Berg, sondern das hier ist ein Minecraft-Berg aus... Gut, dass ich nicht auf die bestimmte Berggeneration komme, keine Ahnung. Aber es ist eine bestimmte Weltgeneration, die halt nicht normal ist. Und dafür ist dieses Building unfassbar fett. Und es ist halt auch alles aussieht, Digga. Es hat alles Textur, es hat alles Muster, es hat alles verschiedene Blöcke. Und genau das ist auch das, was dieses Aussehen so geisteskrank macht, Digga. Es ist einfach geil. Wie sieht das hier aus? Viel Zeit hier reingeflossen ist, viel Liebe, viel Arbeit, aber umso froher bin ich, dass es steht. Und umso geiler wird es in Zukunft, denn ich habe krasse Zukunftspläne. Zu denen kommen wir aber erst gleich, denn jetzt kommt erstmal was, worauf wahrscheinlich viele von euch gewartet haben. Ihr habt jetzt erstmal alles gesehen, was so seit der letzten World Tour passiert ist. Und jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich mit meinen Statistiken? Und da bin ich selber drauf gespannt, denn ich habe die Statistiken, ich muss sagen, einmal gestehen muss ich, habe ich reingeguckt, einmal. Da habe ich mir aber nur angeguckt, wie viele Blöcke ich abgebaut habe und nicht, wie die Statistiken eigentlich an sich aussehen. Und das ist sehr interessant, Digga, denn Kreaturen erlegt 15 Millionen. Geschlichene Zeit 11 Days. 11 Tage, Digga. Real-Life-Zeit, da geht es nicht um In-Game 11 Tage, sondern 11 Tage Real-Life-Zeit. Mit Dorfbewohnern gehandelt 345.000 Mal. Ich bin 36.000 Mal in Dorfbewohner geklickt, um zu traden. Und 345.000 Trades habe ich abgeschlossen. Schaden erlitten, die Zahl kann ich nicht mehr lesen. Ich weiß gar nicht, was die Zahl hier überhaupt aussagt. Schalker-Kisten geöffnet, 211.000 Stück. Spieldauer? Was ist... Ach du Scheiße. Digga, ich dachte gerade, was ist das Y? Das sind... Will Minecraft mir sagen, dass es ein halbes Jahr ist? Das sind 180 Tage fast, nur auf dieser Welt, in Real-Life-Zeit. Stell euch mal vor, ihr würdet 160 Tage lang irgendwas machen, was produktiv ist, anstatt in Minecraft-Welt zu spielen. Spiel verlassen 2000 Mal, das ist jetzt nicht so heftig. Sprünge 1,4 Millionen. Zeit seit letztem Tod 82 Days, also 82 Tage seit letztem Tod. Ja, das ist okay, das ist 50% der gesamten Spielzeit. Aber sonst ist das schon alles gewesen, Digga. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was interessant gewesen wäre, theoretisch. Aber ich glaube, alles, was so hohe Zahlen betrifft und so, haben wir dann somit. Spielzeit haben wir, das ist ja das Interessanteste. Ich habe auch noch nie diese Angabe in der Minecraft-Welt gesehen, ne? Also diese Angabe hier habe ich noch nie gesehen, dass Minecraft die gemacht hat mit 0,51J. Noch nie. Noch nie bei irgendjemandem gesehen. So, dann gucken wir mal bei Gegenständen. Abgebaut. Haben wir 1,8 Millionen Stein. Ja. Ja, finde ich jetzt nicht so krass alles. Hergestellt. Boah, die Zahlen hier kann man gar nicht lesen. Kann ich das hier irgendwie größer ziehen, das Overlay? Nee. Hergestellt. Ja, Bruder. Was? Wie soll ich das lesen? Viel Gold. Mehr als 1 Million Gold auf jeden Fall. Dann benutzt, haben wir die Diamantspitzhacke am meisten. Tatsächlich nicht Netherite. Netherite knapp 1 Million Mal. Und Diamantspitzhacke kann ich auch nicht lesen. Könnte 2 sein, könnte 5 sein, könnte, keine Ahnung, was für eine Zahl sein. Ich kann es aber auch nicht größer oder kleiner ziehen, ne? Aufgesammelt. Haben wir am meisten Goldklumpen? Bruder, keine Ahnung.
Stein aufgesammelt, auch ganz viel. Ist ja auch logisch, haben wir auch ganz viel abgebaut. Und 600.000 Sandstein auch, Alter. Digga, das ist ja geisteskrank. Diese Zahlen zu sehen ist so heftig. Die Zahlen, das sind mir zu viele Zahlen. Ich kann das nicht aufnehmen, Digga, weil es einfach... Ich kann mit den Zahlen an sich kann ich nichts anfangen, weil ich keinen Vergleichswert habe. Kreaturen. Kreaturen könnte wieder interessant werden. Hühner 4000. Plünderer 162.000. Plünderer sind, glaube ich, die von der Raid Farm. Zombifizierter Piglin 51.000. Der ist auch nicht so... Beeindruckt mich jetzt auch nicht so krass. Also das Einzige, was mich wirklich abgeholt hat, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe, ist halt diese Angabe hier. Mit dem Rest, finde ich eigentlich voll okay. Also keine Ahnung, ist jetzt nicht krass. Kommen wir mal zu was viel Interessanterem. Denn was ist denn jetzt eigentlich mit der Welt? Was ist mit dem Projekt? Wie geht es weiter? Wie wird die Zukunft sein? Und zwar wird es auch zukünftig jetzt immer so sein, dass dieses Let's Play im Winter stattfindet. Immer in einem begrenzten Zeitabschnitt, in einem begrenzten Zeitraum. Meistens wahrscheinlich von Mitte Februar, von Mitte November oder Anfang November bis Mitte, Ende Februar. So wird wahrscheinlich die Zeitspanne sein, mit dem Unterschied, in der Zeit, wo wir dann das Projekt spielen, ist es halt nicht so, dass ich nur ab und zu mal zocke oder so, sondern da wird dann wahrscheinlich richtig gesuchtet. So wie jetzt auch mit dem Ember Palace, ihr habt gesehen, wir haben den Ember Palace jetzt innerhalb von einem Monat, glaube ich, hochgezogen. Bedeutet auch hiermit, wird das die letzte Folge, die ihr für dieses Let's Play seht, bis nächsten Winter, also bis im Prinzip dann November diesen Jahres. Weiter geht's aber mit Videos von mir, von meiner Persönlichkeit, falls euch das interessiert, mit Motorradvideos, wo ich mein Real-Life-Leben zeige. Und jetzt ist noch eine viel spannendere Frage. Wenn man mich mittlerweile kennt, den Ember Palace, den Progress, wie geht's denn jetzt weiter? Was habe ich geplant? Was will ich denn im nächsten Winter bauen? Da freue ich mich nämlich schon die ganze Zeit drauf, euch das zu erklären. Denn ich weiß, dass viele sagen werden wieder, machst du eh nicht. Wird eh nicht passieren, genauso wie es beim Ember Palace damals auch war. Aber der Ember Palace, also ich stehe ja davor, ist ja schon ein guter Beweis dafür, dass ich, glaube ich, nicht sagen muss, dass ich die Sachen, die ich mir vornehme, in Minecraft auch umsetze. Und da, weil ich da Bock drauf habe, Digga. Da ich schon immer Bock drauf hatte, vor allem bei dem, was ich euch jetzt erzähle. Also erstmal ist ja schon länger klar, in diesen Ember Palace wird in der nächsten Gaming-Season ein Lagersystem reingebaut, sage ich mal. Ein riesiges Lagersystem. Viele haben mich schon gefragt, willst du ja jedes Item in Minecraft reinbauen? Auch Items, wo du unfassbar viel lange farmst? Muss ich sagen, nein. Ich werde hier natürlich nicht jedes Item reinbauen und extra viel farmen für irgendwelche Items, um zu sagen, oh, ich habe jedes Item in meinem Lagersystem. Sondern ich werde die Items reinbauen oder verwenden, die ich halt auch im Projekt habe und brauche. Die werden in dieses Lagersystem kommen. Und das sind, wie ihr gerade gesehen habt, ziemlich viele. Ebenfalls wird der komplette Ember Palace in Einrichtung erhalten. Klar, viele Leerstellen höchstwahrscheinlich, aber wenigstens die Eingangsbereiche, die Zwischengänge und Co. werden eine Inneneinrichtung bekommen. Da habe ich ja schon Grundpläne zu gemacht. Und ebenfalls will ich außerhalb des Ember Palace noch ein bisschen was machen. Sieht man ja, Digga, da muss auch noch eine Menge gemacht werden, denn von außen steht zwar der Ember Palace hier, aber der Rest sieht ja aus wie Scheiße. Diesen Berg, der hier ist, will ich auch abreißen. Also der wird mit einem TNT-Duper noch weggemacht, der kleine hier. Weil der versaut mir echt das komplette Bild, muss ich auch sagen. Und dann werden hier im Prinzip, oder wird hier überall, wo der gerade Boden ist, ein Boden rumgezogen. Und es werden noch Custom Trees von außen gebaut, die dann wahrscheinlich hier so hinkommen. Und die sollen von der Größe her so groß sein, wie der Ember Palace ist. Also sie sollen nicht klein sein, sondern schon, dass hier so die Krone ist, würde ich sagen, so. Und dann halt wirklich so runter, Digga. Das halt wirklich von der Größe identisch zum Ember Palace passt. Und, weil mir das zu monoton wäre... Und auch zu unspannend, denn ich will ja auch neue Projekte anfangen, Digga, und mich nicht an einem immer aufhängen, werden wir nebenbei, also wir werden immer so ein bisschen switchen, wir werden mal Ember Palace bauen, mal das andere. Und das andere wird wahrscheinlich das größte Projekt, ich würde sagen, was es so deutschlandweit jemals in einem Minecraft-Let's Play oder in irgendeiner Minecraft-Welt überhaupt gab. Ich habe bisher keinen Ort, um euch jetzt einen Ort zu zeigen, wo das stattfinden wird, deswegen werde ich es jetzt einfach mal irgendwo präsentieren, um es zu erklären. Denn wo ich das Ganze baue, weiß ich noch nicht. Da es so ein riesiges, riesiges, geisteskrankes Projekt wird. Ich habe schon mal drüber geredet, glaube ich. Auch, glaube ich, schon mal in einem Video. Und zwar möchte ich eine Skyline bauen. Eine moderne Stadt. Und darauf bereite ich mich schon seit Ewigkeiten vor. Ich bin sehr interessiert in Minecraft an Wolkenkratzern, auch in Real Life. Ich bin sehr fasziniert, Digga, von Wolkenkratzern, von der Baukonstruktion, der Baustruktur, von dem, was wir Menschen eigentlich damit erschaffen können. Und da ist der Plan, eine riesige, riesige Skyscraper Skyline zu bauen. Eine riesige Endlevel moderne Stadt. Wir switchen einmal kurz die Welt.
Ich habe diese Bauwelt erstellt, glaube ich, schon vor 5 Jahren oder vier, vor 4 oder 5 Jahren. Und seitdem, und ihr seht es, seitdem sammle ich auf dieser Welt von verschiedensten Bildern die Wolkenkratzer. Ich möchte betonen, das sind nicht meine Wolkenkratzer, genauso wie der Emberpilis es nicht war. Ich möchte aber versuchen, und das ist meine Vision, Digga, Vision sage ich jetzt einfach mal, alle Bilder der Wolkenkratzer zusammenzubringen, alle Wolkenkratzer zusammenzubringen und im Prinzip eine Stadt von verschiedenen Minecraft-Bildern zu bauen, die aber im Prinzip aus meiner Hand erschaffen wird. Ich will das Stadtkonstrukt mit diesen Wolkenkratzern entwickeln, eine Stadt, die wirklich realistisch existieren könnte, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Straßen und Co., aber in einer modernen Zeit, in einer sehr, sehr modernen Zeit. Und dafür sind diese Wolkenkratzer. An jedem dieser Wolkenkratzer habe ich mit Redstone mir auch markiert, wer der Bilder ist. Die werden auch zur Erwähnung kommen und werden in der Lobby der Wolkenkratzer immer eine kleine Erwähnung erhalten. Natürlich, Digga, sind ja nicht meine Buildings. Das haben hunderte Leute hier gebaut, was hier auf der Welt stehen. Das ist alles nicht direkt von mir. Ich habe vielleicht den einen oder anderen Wolkenkratzer noch ein bisschen höher gemacht, ein bisschen umgebaut oder Co. Aber die alle zusammenzubringen, Digga, finde ich total brutal. Ist eine total, finde ich, total geile Idee, Digga. Weil alle Bilder irgendwo ihren Platz finden. Und der Plan ist, und das wird das krasse Großprojekt, die nicht auf eine ebene Fläche irgendwo zu bauen, sondern ich möchte ein 32 oder größer, auf jeden Fall ein riesiges, ich sage jetzt einfach mal 32 mal 32 Chunk-Loch bauen. Und dann werden außenrum diese Wolkenkratzer hier platziert. Ich glaube 4, 5, 6, 7 Stück, je nachdem. Und im Prinzip wird es dann so gebaut, als wäre dieses Loch die einzige futuristische Stadt, die nach einem Atomkrieg oder sowas überlebt hat. So soll die gesamte Stadt aufgebaut sein. Sie soll so futuristisch sein, dass es irgendwie in Realität umsetzbar wäre. Halt auch nicht zu futuristisch, dass es irgendwie nur in Gedanken funktioniert oder so. Aber halt auch so, dass es auch nach einem realen Konzept funktionieren könnte. Ne, das hier ist auch schon minus 64 übrigens. Und auf meiner Welt, da springen wir jetzt mal wieder hin. Auf der anderen Welt angekommen. Ihr müsst euch vorstellen, stellt euch vor, alles, was ich hier jetzt sehe. Ich stelle mich mal hier oben rauf. Alles, was mir jetzt in der Sichtweite ist. Von dort hinten im Emmerpolis, hier ein Kreis entlang. Komplett rum. Komplett ein riesiger Kreis, Digga. Bis nach da hinten. Bis noch hinter diesem Berg da. Stellt euch vor, so ein Kreis bauen wir. Und dann werden hier überall TNT-Duber rübergeschickt. Und das wird alles zu einem riesigen Loch. Bis minus oder bis Höhe minus 64. Ich weiß, wahrscheinlich allein die Umsetzung von diesem Loch wird mich hunderte Stunden kosten, Digga. Ich weiß, es ist ein verrückter Plan, aber was wäre man, wenn man nicht solche verrückten Pläne hätte und sie umsetzen würde? Das ist das Projekt, was uns in Zukunft beschäftigen wird. Das ist das Projekt, was, glaube ich, dieses Projekt wirklich oder dieses Let's Play zu was macht, was es so... Digga, ich weiß nicht mal, ob ich sowas jemals... Ich habe schon viele Minecraft-Server gesehen, viel schon gesehen... Ob ich sowas überhaupt jemals irgendwo anders in irgendeiner ähnlichen Art und Weise gesehen habe. Und das ist mein Plan für die Zukunft, für dieses Survival-Singleplayer-Let's Play. Und es wird geisteskrank. Und ich weiß, das Ding ist, ihr denkt jetzt, ihr sitzt vor eurem Monitor und denkt, Digga, das kann er gar nicht umsetzen, wie soll er das machen? Das ist gar nicht möglich. Wie soll das irgendwie realisierbar sein? Und das Ding ist, ich sitze hier, Digga, und ich weiß, dass ich es umsetzen werde. Und das ist geil. Ich weiß, dass ich irgendwann dieses Loch habe und ich mit dem ersten Wolkenkratzer anfangen werde. Ich weiß, dass ich irgendwann mit dem letzten Wolkenkratzer anfangen werde. Ich weiß, dass ich irgendwann vor den Details stehen werde. Wir werden irgendwann einen Stream machen, Digga, wo ich 4 Stunden mit euch zusammen verbringe. Und wir einfach da sitzen. Wir sitzen einfach da und wir planen 4 Stunden das Konzept dieser Stadt. Wie bauen wir die Straßen? Bauen wir die Straßen in der Luft? Wie futuristisch soll es werden? In welchem Zeitalter? Wie ist die Story hinter der Stadt? Alles. Wir lassen uns da ein komplettes Konzept einfallen. Von A bis Z, Digga. Und dann wird... eine riesige Area an Blöcken komplett niedergemetzelt. Das war Gaming Season 2022 bis 2023. Wir sehen uns diesen Winter wieder. Guckt gerne auf meinem Motorrad-Channel vorbei, denn da geht's mit mir weiter. Schaut gerne auf Instagram vorbei, da bleibt ihr up to date mit allem. Und dann bis dahin. Es war mir eine Ehre. Es war ein Fest. Ciao, ciao.